Und es geht wieder weiter mit einer Analyse zu Digimon Crossforce bzw. Fusion Folge 23, Schenkt mir ein Lächeln und eine Digikrone. Sie sind in der Shinobi-Zone angekommen. Dort leben die Monitamon und es wird halt gesagt, dass die fähigsten Monitamon eben auch in andere Gebiete gehen dürfen und die anderen die trainieren. Man sieht auch, dass viele der anderen Monitamon äußerst ungeschickt sind. So, es ist halt so, dass Taiki und Co. meinen, dass Nene sich ja hier ausruhen könnte, weil sie ja alle sehr erschöpft sind. Die Monitamon haben bis jetzt auch alles aufgezeichnet und mitbekommen und so. Ja, und es wird gesagt, es gibt aber ein Problem, und zwar, dass die Bagra-Armee bereits hier war, sie angegriffen hat und das Schloss beschlagnahmt hat und eben die Prinzessin gefangen genommen hat. Und wenn sie die Code Crown nicht rausrücken, dann würden halt sie und die Prinzessin sterben. Das können Taiki und Co. natürlich nicht einfach hinnehmen und deswegen wollen sie denen halt helfen. Das Erste, was mich mal wieder so ein bisschen stört, dass es wirklich immer irgendwie so einen Ältesten in einem Dorf geben muss. In Tamers, in Frontier und hier. Es ist schon irgendwie ein bisschen, naja, soll wohl so ein Gecko oder sowas sein. Museumon ist halt im Schloss, da muss ich sagen, das finde ich halt ein bisschen blöd, dass es Museumon ist, weil das kennen wir ja schon durch Adventure 2 und Tamers, aber es passt natürlich hier rein als Gegner. Dann sehen wir auch ein dunkles Shurimon, das finde ich zwar durchaus nett, aber es ist irgendwie doof, dass es weder Typus Virus hat, noch ein Black Shurimon ist oder so, sondern einfach immer noch Shurimon heißt. Also da hätte man sich doch ein bisschen was anderes ausdenken können. Senjiro stellt sich natürlich vor, dass die Prinzessin super schön aussieht. Naja, mein Gott, es ist offensichtlich die Prinzessin der Monitamon, wie soll die denn bitte schön aussehen? Recht schnell taucht dann auch Shurimon auf und er setzt die dann halt unter Druck. Er sagt, er will die Code Crown haben. Ja, das Monitormon kann ihn dann mit einem Video für Museumon so ein bisschen beruhigen und wieder Zeit schinden. Aber die Etemon, die meiner Meinung nach nicht ganz so in diese Zone passen, haben halt herausgefunden, dass die Monitormon niemals freiwillig die Code Crown rausrücken würden und so. Und deswegen sollen die jetzt die halt beobachten. Und wenn die Code Crown haben, sollen sie die halt eben stehlen. Klar. Obwohl Nene sich ja ausruhen sollte, konnte sie die Monitamon auch quasi nicht einfach im Stich lassen und deswegen hat sie gesagt, dass sie halt mitkommt. Das Gespräch zwischen ihr und Akari fand ich eigentlich ganz nett, aber wie so oft einfach viel zu kurz. Weil Akari macht sich halt Gedanken um Nene, weil die sich ja Sorgen macht, weil es ihr nicht gut geht, sie hat sie noch nie lächeln gesehen, wobei das logisch ist, so viel Kontakt hatten sie ja noch nicht zueinander und sie meint halt, dass sie Nene verstehen kann, dass sie ja selber einen kleinen Bruder hat. So. Ich musste auch ein bisschen schmunzeln, als Taiki meinte, dass Akari ihm sehr ähnlich sei und auch niemanden im Stich lassen könne, woraufhin sie natürlich sagte, dass er sie nicht mit ihm vergleichen soll. Und dann waren sie von der Klippe, da musste sie erstmal hoch, um zu Karatenmon zu gelangen. Und da fand ich dieses Cross zwischen Shoutmon und Sparrowmon so sinnlos. Und es war dann auch wieder nur, um Zeit zu ziehen, weil dann waren sie fast oben, dann haben die Pikmon aber keine Kraft mehr gehabt, sie sind wieder runtergefallen. Taiki kannte komischerweise dann die Attacke von diesem Cross und dann mit einem Windhauch waren sie doch wieder alle oben, okay? So, dann tauchten die Etemon auf, die haben dann da so ein bisschen rumgenervt und machten eben einen auf nett. Ja, Nene fand auch ihr ganzes Verhalten schon so ein bisschen komisch und ich finde, es ist auch einfach viel zu auffällig. Und dann sind sie halt vor Karatenmon gelangt und es war halt die Rede, er rückt die Code Crown nur dann raus, wenn man ihn zum Lachen bringt. Nun gut, okay, dann gab es halt viele Versuche, die absolut nicht lustig waren, ganz viele komische Digicross, einige Formen sahen ja ganz in Ordnung aus, andere waren einfach nur lächerlich und sinnlos, aber das hat halt alles nichts gebracht, bis dann eben Dakari das Ganze versucht hat, weil sie ja solche Comedy-Serien schaut. Alleine hat sie das aber nicht hinbekommen, also hat sich Nene dazu bereit erklärt und die beiden haben es dann eben geschafft, Karatenmon zum Lachen zu bringen. Da muss ich sagen, ich fand das zwar auch nicht lustig, ich fand es aber gut, dass das die beiden waren und dass es mal nicht Taiki war, weil es ist ja sonst immer sehr oft Taiki und dadurch haben die beiden sich natürlich auch so ein bisschen verstanden, deswegen war ja auch das Ergebnis, dass am Ende der Folge Nene auch meinte, dass sie nicht San sagen muss, sondern dass Nene alleine reicht und sie sind dann eben zu Freunden geworden, kann man sagen. Naja, was ich allerdings etwas blöd fand, war, dass Karatenmon, das war ja jetzt auch nicht so neu, das kannten wir ja auch schon durch Digimon Frontier, aber es passte halt gut in die Zone, dass nachdem es gelacht hat, sofort weggeflogen ist und gesagt hat, hier, ihr habt die Code Crown. Statt dass es ihnen die würdig übergibt und dass es dann mit gegen die Etemon kämpft oder man einen Cross mit ihm macht oder sowas, nö. Denn die Etemon haben sofort die Code Crown natürlich geklaut, warum auch immer man nicht ernst bleiben konnte, aber dann kam Bali Bastemon, gut zugegeben, da kann man durchaus auch schmunzeln und es war auch irgendwo nützlich. Und am Ende dann schaut man mit dem Starblade und das hat die Etemon dann erledigt. Tja, und damit hatten sie die Code Crown, die Etemon waren keine wirkliche Bedrohung und sie haben beschlossen, die Prinzessin zu retten. Wie gesagt, im Grunde genommen gibt es hier und da ein paar nette Momente, aber das Ganze hätte viel besser sein können und es war einfach viel zu albern. Jetzt seid ihr dran, was sagt ihr zu den Monitamon, zu den ganzen Digimon, die aufgetaucht sind, zu den Crossform und zu Karatenmon? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare.